Mit Currents of the Caribbean geht's rein ins Rennen. 4x6 Kilometer Staffel der Frauen bei minus 5 Grad. Beste Bedingungen, wir haben es eben schon im Vorlauf gehört. Die Strecke in perfektem Zustand. Wir sind gestern mal zu Fuß rum und haben uns mal ein bisschen nachgeschaut. Also erstmal geht's raus in Richtung Hörndlwand, die wir da hinten im Hintergrund sehen. Und dann geht's aber auch schon gleich rechts um die Ecke, um dann hinter dem Stadion durchzulaufen. Die Merkel-Schleife spielt jetzt hier keine Rolle, über die Brücke und dann vorbei am VIP-Zelt, dann hinten rum ums Stadion und dann weiter raus auf die Strecke. Auch wenn sie leichter ist als Oberhof, wie man sagt, sie hat es doch in sich. Natürlich, eine Strecke ist immer nur so schwer oder schwierig wie das Tempo, mit dem sie gelaufen wird. Und diese Strecke hat halt viele kurze Anstiege, viele Wellen, die dann, wie wir sie hier sehen an der Technikbrücke, die erst mal erklommen werden müssen und dann geht es nur kurz bergab, bevor es dann schon wieder bergauf geht. Also es ist sehr unrhythmisch für die Athletinnen zu laufen, ungewohnt. Es gibt keine Strecke, die so eine Charakteristik sonst aufweist. Also insgesamt ist sie nicht so selektiv, so selektierend wie zum Beispiel Oberhof oder Lenzerheide und daher auch natürlich das Schießen, das so wichtig ist und das schnelle Schießen wird sicher auch eine Rolle spielen heute, denn Laborbedingungen, das wurde auch schon gesagt, herrschen. Besser kannst du dir einen Wettkampftag als Biathlet und als Zuschauer eigentlich gar nicht malen. Hier sehen wir nochmal die Zeitlupenstudie des Starts vorne mit Marit Isholz-Skogan, der Startläuferin. Dahinter Meter 4, rechts am Bildrand Janina Hettich-Walz. Hier sind wir am Ende des äußeren Bezirks des Fischer-S und dann langsam aber sicher wird es hart. Und im Übrigen, man hat ja kaum Möglichkeiten, sich bei dieser Strecke mal auszuruhen. In jeder Kurve muss umgetreten werden. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten, einfach mal durchzuschnaufen. Das ist übrigens die Sonnentribüne, die im Moment noch nicht in der Sonne liegt. In der Sonne lag und jetzt nicht mehr in der Sonne so liegt. Ja. Ja, jetzt gleich den Schießstandberg hinauf oder Schießplatzberg, je nachdem, wie man es will. Das ist der erste selektivere Anstieg. Dort wird es später dann auch sicher einige Tempoverschärfungen geben. Hier hat man gerade so zu zweit Platz. Ist aber nicht ganz so breit wie sonst. Ist nicht ganz so breit. Es hat nicht so viel Schnee im Vorfeld gegeben, natürlichen Schnee. Insofern musste man dann im Fischen etwas sparsam sein. Aber trotzdem, man sieht schon, die Athletinnen kommen da hier nebeneinander sehr gut zurecht. Und das Tempo, ja, die Französinnen werden sicher versuchen, das Tempo gleich hochzuhalten, um Druck auf die anderen Athletinnen auszuüben. Christian Mehringer, der Frauentrainer, hilft hier noch oben auf der anderen Seite der Coachingzone mit aus. Dann kann man schon mal von beiden Seiten was zurufen. Julia Tannheimer, die junge Athletin, stand dabei, die sie aus dem IBU Cup geholt haben, die jetzt hier im Weltcup mit dabei ist, aber heute natürlich noch keinen Start bekommt in der Staffel. Das jetzt erstmal die erste Kehre nach dieser Abfahrt runter. Und da hat man vielleicht mal einen kurzen Moment mal durchzuatmen, aber eben nicht lange, denn es geht gleich wieder hoch. Geht sofort wieder hoch, jetzt den Schießstandberg zurück über eine sehr breite Loipe. Dort ist auch Angriff. Ah, da haben wir einen kleinen Sturz, das ist Österreich. Das müsste, war das jetzt Lisa Theresa Hauser gewesen sein, oder sie ist es immer noch. Ja, und hier ist schön breit. Hier werden wir dann auch in der letzten Runde, wenn es denn zu Zweikämpfen gibt, kommt, noch mal einiges erleben dürfen. Janina Hettich-Walz hält sich hier wunderbar als Vierte gestartet. Fünfte, 2,5 Sekunden Rückstand ist natürlich nichts. Hält sich hier gut im Feld auf. Da die Coachingzone auf der anderen Seite, die dann bis hier zu den grauen Balken kurz vor dieser Kamera geht. Und schon einige Menschen hier an der Strecke. Was würdest du tun? Unbedingt die Spur runter oder nebendran? Immer in der Spur fahren, denn das entlastet die Muskulatur ein wenig, auch wenn es nur ein paar Müh sind, die du dir an Kraft sparst, aber in der Summation ist es dann eben so, dass du vielleicht für den Zielspurt später dann noch Kräfte hast. Interessante Kurve hier, kommt man mit ziemlich viel Speed runter, dann muss man schauen, wie man umtritt, möglichst eine innere Linie finden, damit man eben nicht da abgehängt wird und keiner von innen durchsticht. Im Fischer ist. Als führende
dann später, gerade wenn es um die Plätze, um die Endplatzierungen geht, ist das sicher zu beachten. Und jetzt sind wir schon an der Einfahrt praktisch zum Stadion, die Rechtskurve. Wir sehen die Athletinnen den Schießstandbereich und es ist ganz leicht abfallen, ganz leicht. Und die USA führen, nennt Deidra Irvin, von 15 auf 1 vorgelaufen. Jetzt also die letzten Meter zum Schießstand. Das Tempo nicht besonders hoch, ein bisschen austrudeln lassen, noch ein bisschen Windschatten mitnehmen, ausruhen, so gut es geht, Luft holen und dann geht jeder auf seinen Stand der Startnummer entsprechend. Du hast es eben gesagt, Laborbedingungen, die Windfähnchen hängen vor allen Dingen auf den ersten 4, 5 Bahnen recht locker, schlaff herunter, also Top-Bedingungen. Jetzt schauen wir mal in Norwegen gegen Schweden, gegen Frankreich, Deutschland, Italien, Schweiz, die Top platzierten Mannschaften im Weltcup. Erster Schuss. Treffer von Nina Hettich-Weiß. 97% ihre Trefferquote liegend in dieser Saison. Also top. Und sie ist als Erste fertig hier. Ja, Nina Hettich-Weiß vor heimischem Publikum geht in Führung für die deutsche Staffel ex aequo mit der Schwedin. Ukraine. Nein, mit der Ukrainerin Irina Petrenko. So ist es. Die hatte ich übersehen. Die beiden ziemlich zeitgleich fertig geworden und gehen jetzt hier nur mit 0,5 Sekunden Abstand raus auf die zweite Runde. Also sie hat ein weiteres tolles Liegenschießen absolviert, wie schon so oft in dieser Saison. Jetzt schauen wir nochmal hin. Ja, der erste war ein schöner Treffer, dann rechts tief, leicht rechts. Und wieder rechts, aber egal. Diese 4,5 Zentimeter, die hier zu treffen sind, hat sie locker getroffen. Und sie hat in 24,7 Sekunden geschossen. Das war recht ordentlich. Petrenko 22,7. Die Zeit wird gemessen vom Betreten der Matte bis zum Verlassen der Matte. Und hier auch das Trefferbild der Norwegerin. Einwandfrei. Ja, das Schießen ist eben heute ausschlaggebend. So wenig Nachlader wie möglich. In einem flotten Tempo die ersten 5. Das ist die Aufgabe. Sverre Olsby-Reuseland, der Norweger in Diensten der Deutschen, der sich vornehmlich um die Langlaufgeschicke und die Performance auf der Strecke kümmert, aber auch des Öfteren mal mit am Glas steht und aushilft. So, und das sind also die Top 4, die jetzt hier auf die zweite Runde gehen. Petrenko, Hettich-Weiß, Skogan und Magnusson, dahinter mit ein bisschen Abstand die Französin aus der mitfavorisierten Mannschaft, Lou Jeanmonod. Ja, und die wird diesen Rückstand gleich aufholen, denn Hettich-Weiß ist jetzt nicht in der Lage, das Tempo so hoch zu halten. Da ist sie schon praktisch dran. Platz 5 im Sprint, ihre beste Einzelplatzierung in dieser Saison. Und sie war in den Staffeln dabei, beim dritten Platz in Östersund gleich zu Beginn. Und jetzt Angriff von Norwegen, vorbei schon an Janina Hettich-Weiß. Die Schwedin versucht es auch, kommt aber jetzt im steilen Anstieg wahrscheinlich nicht so einfach vorbei. Läuft hier außen, kann dann später gar nicht in die Spur gehen, die auch bei der folgenden Abfahrt folgt. Ist das nicht taktisch, aber auch eh besser, die vermeintlich stärkeren Läuferinnen mal vorzulassen und sich dann da irgendwo einzusortieren, ein bisschen Kraft zu sparen? Ja, definitiv. Windschatten laufen jetzt gerade auf den nächsten Metern ist durchaus. Jetzt kann sie sich einordnen. Jetzt einordnen und in die Spur wahrscheinlich. Ja, alle nutzen sie die Spur. Es ist sehr schnell darunter. 55, 60 km/h und es läuft aber geradeaus raus. Also das ist eine Position oder eine Stelle an der Strecke, an der kannst du dich tatsächlich etwas ausruhen, regenerieren, bevor es jetzt in die Kurve geht. Und trotzdem auch in dieser Abfahrt nochmal einmal kurz einen Linksknick, nochmal aufstehen, zweimal umtreten oder dreimal und dann nochmal in die Abfahrtshocke, so wie es Sven Fischer uns das eben schon mal gezeigt hat. Ganz tief jetzt hier die Athletin nicht, aber das reicht dann schon. Jetzt schauen wir mal, wie sie den Berg hochgehen werden und versuchen mal zu hören, was sie denn mitgegeben bekommen vom Trainer an der Seite. Noch sind sie da nicht ganz da.
Und hier nochmal der Blick auf Janina Hettich-Walz. Ist eine gute Langläuferin, gehört ja zu den Besseren. 2,4% schneller als der Durchschnitt, also kann sich da schon sehen lassen. Sehr gut, sauber atmen, konsequent, gehört und rein schieben. Ja, sauber arbeiten ist immer wichtig. Ja, und je länger sie da vorne sich halten kann, desto weniger groß ist der Vorteil der Französin oder der laufstarken Mannschaften. Läuferisch, das muss man so sagen, ist unser Team im Augenblick Position 4 im Feld. Aber es ist Biathlon, wir haben es gehört. Sophia Schneider bereitet sich hier mittlerweile vor. Und der Skistand ist schon mit entscheidend hier im Rücken. Sophia Schneider werden wir dann als Nächste sehen. Sortiert jetzt hier nochmal ihre Sachen und wird dann wohl hoffentlich pünktlich am Start sein. Nicht wie wir das in Oberhof gesehen haben. Das war aber allerdings dann bei den Männern, dass einige zum Wechsel zu spät gekommen sind. Was natürlich auch ein bisschen daran lag, dass es eben so schreckliche Bedingungen waren. Jetzt völlig verrückt in Oberhof, minus 15 Grad, hat Sven Fischer berichtet. Der ist da durchgefahren auf seiner Anreise hierher und sagte, jetzt ist genauso ein Wetter und jetzt sieht es in Oberhof genauso aus wie in Ruhpolding. Ja. Alles etwas eine Woche zu früh gewesen vielleicht für Oberhof in dieser Saison. Und jetzt geht es eben ans zweite Schießen, ans Stehenschießen. Und Janina Hettich-Walz, nur mal zur Orientierung, hat eine Trefferquote von 80% im Stehenschießen. Insgesamt 88%. Jetzt muss sie auf jeden Fall schauen, dass sie dann da dran bleibt in diesem Moment. Jetzt die besten Mannschaften schon auf der Matte. Zwei Fehler, zwei Nachlader für sie. Allerdings auch für Norwegen. Schweden kommt durch. Frankreich auch ohne Fehler. Und jetzt ist sie fertig. Irina Petrenko war wieder die Schnellste. Ohne Nachlader ist sie für die Ukraine die Führende. Magnusson dahinter. Jean Monod. Emma Lander, die Kanadierin. Und Janina Hettich-Walz, 12,2 Sekunden zurück, da ist noch nicht allzu viel kaputt. Und hier allerdings Marit Isolt-Skogan, die kämpft hier immer noch und geht zweimal in die Strafrunde. Für eine der absoluten Favoriten ist das natürlich ein herber Rückschlag. Ja, und wir haben gesagt, dass unter Laborbedingungen geschossen wird, dass es einfach ist, heute zu schießen, dass man risikoreich schießen soll. Und dass es dann so daneben geht, das ist natürlich bitter. Für die norwegische Mannschaft und für sie insbesondere natürlich. Das unglaublich hier, ja, das sieht man schon an ihrem Minenspiel. Zweimal standen die Norwegerinnen in dieser Saison ganz oben in Östersund und in Hochfilzen. Und einmal waren sie Zweite. Und jetzt sehen wir das Drama nochmal aus dieser Kamera hier. Es ist Janina. Ach so, stimmt, richtig. Und ja. Die hat sehr schnell und sehr gut nachgeladen. Der Blick nach rechts hat mich jetzt ein bisschen wackeln lassen, aber das hat sie gut gelöst. Und die Norwegerin jetzt in erst zur Zwischenzeit, das ist natürlich brutal, 1,21 Rückstand. Aber ihr Trainer Oberegger hat ja schon gesagt, sie ist das erste Mal dabei vor so einer Kulisse. Wahrscheinlich hat das dann doch ein bisschen beeinflusst. Jetzt muss man natürlich auch sehen, dass wir haben es ja eben schon angetextet, diese Nähe der Zuschauer am Schießstand. Und dann dieses Echo, was hier vom Zirnberg, der genau gegenüber liegt, nochmal zurückkommt. Das ist natürlich noch besonders beeindruckend, vor allem für so eine junge Biathletin, die eben so ein Publikum noch nicht gewohnt ist. Ja, erfreulich. Petrenko hält sich gut und die Schießzeiten Emma Lander mit 18,6 Sekunden vom Betreten bis zum Verlassen der Matte mit absolut die schnellste vor eben unserer Petrenko hier mit 20,9. Und Janina Hettich-Walz hat mit zwei Nachladern 33,7 Sekunden benötigt, was jetzt gar nicht so schlecht ist. Also das Nachladen hat sie wirklich sehr gut gelöst, Janina. Und da unten rechts sehen wir sie laufen. Waren 12,2 Sekunden. Noch eine kleine Korrektur. Mal zuhören. Okay, Jakob. Leiter hoch.
gut vier Sekunden hat sie bisher hin verloren. Noch eine kleine Korrektur. Marit Isol-Skogan war natürlich bei der Staffel in Oberhof schon mit am Start als zweite Läuferin. Da ist es auch sehr laut, definitiv. Und da sind auch viele Zuschauer. Ja. Aber da hat sie jetzt nochmal hier, eigentlich gesagt, musste schon Bedingungen, die ich gerade versucht habe zu erklären, nochmal einen extra Druck, der da auf ihr lastet. Und Startläuferin ist sicherlich auch nicht ohne. Ja, Oberhof waren doppelt so viele Zuschauer am Sonntag, ganz klar. Wir sind jetzt unter der Woche, aber es ist trotzdem extrem bitter für sie. Und nur sie kann es erklären, warum es dann tatsächlich so daneben ging. Erstmal eine große Aufgabe für sie, jetzt die Schlussrunde gut zu laufen und dann für die Kolleginnen natürlich Zeit gut zu machen. Anna Magnusson geht hier als Führende an die nächste Zwischenzeit. Den Schießplatz berghoch. Ist das schon eine Überrundete hier? Nein. Das ist, jetzt sind wir bei den Norwegerinnen, die so weit zurück sind. Also das ist jetzt weit hinterm Feld. Hier sehen wir jetzt in der Gegenrichtung Magnusson vorne runter in der Abfahrt zum Fischer S. Tolle Einstellung hier mit der mitfliegenden Kamera. Diese Abfahrt hier runter, 45 km/h, 50 km/h. Und dann eben direkt in die Kurve auf diesen schmalen Latten. Ohne Kanten kann man nicht immer wieder sagen. Ist wirklich eine Herausforderung, da eben stehen zu bleiben. Natürlich sind die Frauen hier Profis und dennoch auch sie stürzen hin und wieder mal. Diesmal ist Gott sei Dank alles glatt gegangen und die Schwedin macht hier einen wirklich sehr kraftvollen, sehr dynamischen Eindruck. Lynn Persson wartet auf Anna Magnusson. Dahinter Lujan Monod, die auf Jean Richard wechseln wird. Und dann die Ukraine. Das sind die ersten drei Platzierten hier. Schweden auf 1, Frankreich auf 2, Ukraine auf 3. Sind wir mal gespannt, ob die Ukraine diesen Top-Platz hier weiterhin behalten kann. Und wo kommt Janina Hettich-Walz an und übergibt auf Sophia Schneider auf Position 6 hinter Tschechien und Italien. Weiter verloren, 18,4 Sekunden auf die Spitze. Jetzt Sophia Schneider unterwegs. Unter Begeisterungsstürmen der vielen Zuschauer hier auf der Tribüne. Ja, sie hat alles gegeben, völlig ausgepumpt. Janina Hettich-Walz, schade, diese Nachlade, die sich da geleistet hat. Ja, 7 Sekunden hat sie auf Anna Magnusson auf dieser Runde verloren, auf diesen 5 Minuten. Die gelaufen wurden, 5 Minuten 2 und Janina Hettich-Walz 5 Minuten 9,3. Also das war eine ordentliche letzte Runde für die Janina. Wir dürfen nicht erwarten, dass sie hier mit den Allerschnellsten mitlaufen kann. Und Magnusson hat ja auch schließlich schon respektable Ergebnisse im Weltcup erzielt. Jetzt Lynn Persson für Schweden in Führung. War nur einmal mit in der Staffel und das eben vor wenigen Tagen in Oberhof. Da war sie ebenfalls auf Position 2 nach Anna Magnusson und sind Dritte geworden. Norwegen jetzt, ja, das ist dann doch schon ein heftiger Rückstand. 1,36, ist das noch aufzuholen? Im Biathlon ist immer vieles möglich, auch einen so einen Rückstand aufzuholen. Wenn die nächsten drei jetzt volles Risiko gehen und alles treffen, dann geht schon noch was nach vorne. Wie weit, das kann man natürlich jetzt nicht abschätzen. Aber möglich ist immer alles. Auch 1,36 Rückstand. Die anderen müssen ja auch erstmal fehlerfrei durchkommen und strafrundenfrei. Und das wird die Aufgabe sein der nächsten Norwegerinnen. Caroline Offistad-Knotten, Juni Arne Kleif und Ingrid Landmark Thandrevold da wieder aufzuschließen. Und rechts sehen wir Sophia Schneider jetzt dort an der Seite laufend. Ist ja ihr Heimstadion. Hier trainiert sie täglich
Hier ist sie mit Andi Birnbacher unterwegs. Hier weiß sie wirklich jeden Anstieg, jeden Meter. Und da wird sie natürlich besonders motiviert sein. Jetzt schauen wir gleich mal auf die Zwischenzeit. Eben waren es 18, Sekunden und jetzt 15,1, also 3 Sekunden hat sie schon mal in Richtung Lil Persson wieder gut gemacht. Also geht ziemlich zügig an, Sophia Schneider. Lil Persson ist eine ganz hervorragende Athletin, eine richtig tolle Biathletin, die ja Probleme mit ihrer linken Schulter hat und deshalb mit einer Art Rucksack schießt, also Rucksackgestell. Sie hängt ihren Schießriemen, den Oberarmriemen, nicht am Oberarm ein, sondern tatsächlich an der Schulter. Das kann nur sie, das ist nämlich extrem schwierig. Wir werden es vielleicht dann sehen, aber sie macht das in den letzten Wochen wirklich hervorragend. Jeanne Richard schickt sich an, hier mal die Führung zu übernehmen. Die anderen reihen sich dahinter ein, vielleicht mal ein bisschen Windschatten mitzunehmen. Ist ja nicht viel, was man da wirklich an Kräften sparen kann. Da geht jetzt auch Lil Persson noch schon wieder ein bisschen raus. Hat hier einen anderen Rhythmus bis gerade in 1-1er und ist dann gerade gewechselt in den 2-1er-Rhythmus. Jeanne Richard vor Lil Persson und der Ukrainerin Dzyma Lisa Vitozzi, die starke Italienerin, dicht dahinter. Mit allerdings einem kleinen Respektabstand. Und Sophia Schneider macht wirklich eine gute Figur jetzt hier den Berg hinauf. Holt wirklich auf, erstens Plätze und natürlich auch Zeit. Hat 5 Sekunden gut gemacht. Das ist schon ein Wort gegen Lil Persson, das muss man immer sagen. Jean Richard nutzt hier die seitliche Variante, also nicht in der Spur. Hat wahrscheinlich so viel Selbstbewusstsein und Kraft, dass sie sich das leisten kann. Bleibt jetzt innen, muss jetzt aber arbeiten, dass sie auch innen bleiben kann. Aber sie hat ja kein Gewicht. Ich habe die gesehen, die schaut aus wie eine Dritt- oder Viertklässlerin. Es ist ja so ein Floh und es ist begeisternd, wie sie hier zumindest in Oberhof gelaufen ist. Der Präsident der IBU. Das Vierergrüppchen auf dem Weg durchs Fischer S in Richtung Schießstand. Lisa Vitozzi ist natürlich da jetzt eine auf Rang 2 gelaufen, die enorm Druck machen kann, die ihr Liegenschießen so entwickelt hat die letzten Jahre. 92% in dieser Saison, Trefferquote insgesamt, ist, ja. Sowohl liegend als auch stehend. Das schaffen wenige im liegend und im Stehen gleichermaßen gut zu sein und gleichermaßen eine hohe Trefferquote zu haben. Und jetzt schauen wir mal hin, wer von den ersten vier jetzt hier die besten Nerven hat. Und was dann Sophia Schneider macht. Auch jetzt schon da ist, 11 Sekunden dann noch drin. Schau, wie trotzig. Ja, ganz klar. Das ist hier die Nummer 1. Ein Fehler bei Schweden. Frankreich kommt ungeschoren davon. Ukraine ebenfalls. Und jetzt schauen wir auf die Deutsche. Tschechien fertig. Letzter Schuss im Ziel. Ein 5. Treffer. Das ist doch schon mal wieder ein guter erster Ansatzpunkt hier. Und das wird ihr Selbstvertrauen geben, wird sie beflügeln. Sophia Schneider hat jetzt ein paar Plätze auch schon wieder verloren. Hier ist ein Stock zu Bruch gegangen. Lena Hecke-Groß hat sich vorgearbeitet. Das ist Scharvatova auch sehr gut. Zwar 0 geblieben, aber 9 Sekunden sogar verloren. Eben hat es ja noch 11. Ja, es waren 30,7 Sekunden, die sie benötigt hat für ihr Schießen. Die schnellste war Lena Hecke-Groß mit 22,4 Sekunden. Also das war eher ein Sicherheitsschießen. Kann man aber auch aus Sicht von Sophia Schneider verstehen, die durchaus etwas verunsichert sein müsste aufgrund ihrer Resultate aus Oberhof. Und hier Richard, der Flo aus Frankreich. Ja, das war eine Demonstration an Schnelligkeit und Treffsicherheit von Jeanne Richard. Dieser wirklich, wie du eben gesagt hast, zierlichen Person.
Und wir haben eine erste Gesprächspartnerin. Nils Kaben, bitte. Ja, Janina Hettich-Walz ist zu uns gekommen, die Startläuferin. Das ist nicht ihre Stammposition, aber sie haben es auch schon gemacht beim dritten Platz in Östersund. Lastet da ein besonderer Verantwortungsrucksack auf Ihren Schultern? Also heute war ich schon ordentlich nervös. Ich glaube, weil wir es auf jeden Fall besser machen wollten als am Sonntag, waren alle ein bisschen nervös. Ich würde sagen, ich bin so mittelmäßig zufrieden mit meinem Rennen. Wir haben uns gefragt, welchen Einfluss das Publikum hat. Es ist ja wunderbar. Die Leute sind so dicht dran, können wunderbar folgen. Sie treiben die Athleten natürlich auch ein bisschen. Wie haben Sie das vor allen Dingen stehend erlebt? Ja, ich habe es schon geschafft, ganz gut bei mir zu bleiben. Ich hatte schon ein paar Heimweltcups, als ich weiß, wie die Zuschauer sind. Auf der Strecke ist natürlich eine große Motivation, aber am Skistand kann ich es mittlerweile ganz gut ausblenden. Wie schwierig ist es dann, so fix nachzuladen? Das haben Sie ja wirklich prima hingekriegt. Das haben wir im Sommer extrem viel trainiert. Und ja, da haben alle gemeint, da müssen wir besser werden. Und ich glaube, das sieht man auch, dass wir im Nachladen ganz zügig sind. Und ja, ich denke mal, das war noch ganz okay, dass ich die Nachlade, die ich hatte, wenigstens recht schnell getroffen habe. 20 Sekunden Rückstand auf die Spitze, lassen noch auf alles hoffen. Vielen Dank. Und hier bei der nächsten Zwischenzeit schauen wir hin. 21,1, ein bisschen zusätzlich verloren Sophia Schneider. Wir sind in wenigen Sekunden wieder hier. Sind nur 10 Sekunden auf 2. Windschatten, raus hier rein. So, und jetzt wieder im Vollbild in Ruhpolding im Chiemgau. Bei besten Bedingungen sehen wir die Führende vorne. Und die nächste Italienerin, die sich vorbereitet. Rebecca Passler ist das. Und hier Richard aus Frankreich. Immer noch vorne dabei. Dürfte 1,50 Meter knapp groß sein. Wir schauen natürlich gebannt auf die Rückstände, ob es wieder ein bisschen kleiner wird. Also nach dieser ersten sehr schnellen Runde. Ja. Verliert Sophia Schneider nicht mehr viel. Jetzt hat doch wieder ein bisschen aufgeholt, ein paar, zwei Sekündchen etwa, nach der letzten Zwischenzeit. Egalisiert praktisch den Rückstand vom Schießen. Also ist genauso weit zurück und hat in Lena Hecki-Groß natürlich auch eine tolle Partnerin gefunden, die hier auch zusammen auf der Anlage immer trainieren und sich gegebenenfalls auch mal sicher abwechseln können. Die Schweizerin wohnt ja hier in Ruhpolding, ist mit dem Sohn von Rico Groß verheiratet. Und das kann man auch ganz gut verstehen, dass man gerne hier trainiert. Und hier sehen wir Franziska Preuß, die so erfolgreich in diesem Winter gestartet ist. Und sicherlich auch heute wieder alles versuchen wird, die deutsche Mannschaft so weit möglich, wie es geht, nach vorne zu bringen. Sie wird die Nächste sein hinter Sophia Schneider. Und Hanna Kebinger ist heute die Schlussläuferin. Und hier kommt sie wieder ins Stadion. Lisa Vitozzi zum nächsten Schießen, zum Stehenschießen. 92% ihre Trefferquote in der Saison bisher. 269 Weltcup-Starts. Dies also ihr 270. Aber auch diese erfahrene Athletin bleibt nicht von zwei Fehlern verschont. Risiko, Risiko, Risiko. Und nicht immer geht's auf. Aber sehr schnell nachgeladen, diese zwei Patronen. Schweden fertig. Frankreich und Schweiz mit Nachladern und super. Ohne Fehler kommt sie hier durch, Sophia Schneider. Und hat jetzt Lena Hecki-Groß überholt, zwar nur ein paar Schritte vor ihr. Wahrscheinlich wird die Schweizerin jetzt gleich wieder vorbeigehen. Und wie du eben gesagt hast, man sieht bei Lena Hecki-Groß eine kraftstrotzende Athletin. Platz 4 für die Deutsche jetzt und auch in der Zeit jetzt wieder ein paar Sekunden aufgeholt. 2, um genau zu sein. Und einen Platz im Moment Rang 4 für die deutsche Staffel. Ja, und ich glaube, wenn Sophia Schneider an Lena Hecki-Groß dranbleiben kann, dann wird sie auch noch ein paar Sekunden gut machen.
Das ist die perfekte Partnerin für die letzte Runde. Das kann die Lena und davon konnte Sophia Schneider profitieren. Hier sehen wir dieses tolle Schießergebnis beim dritten Schuss. Meinte ich, sie hat nochmal neu angesetzt. Ah, da war ein Fehlzünder, vielleicht das Schloss nicht ganz zu. Aber souveräne Treffer, das hat sie echt klasse gemacht. Hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen durch diesen Fehlzünder, sondern schießt hier konstant weiter und hat mit 27,6 Sekunden ein ordentliches Schießergebnis. Bedenkt man eben den Fehlzünder. Es wären sonst vielleicht, kann man spekulieren, 25 oder sogar weniger Sekunden gewesen. 6 Sekunden fehlen der Schweiz und Deutschland auf einen Podestplatz auf die Ukraine. Julia Cima, dritte für die Ukraine. Und vielleicht wird deine Hoffnung ja wahr, dass sie da zusammen mit Lena Hecki-Groß ranlaufen können an die Ukrainerin und sich schon mal wieder in Richtung Podestplatz beziehen. Nicht ganz aus den Augen wollen wir Caroline Knotten, also die Norweger, lassen. Caroline Knotten hat in 20 Sekunden liegend geschossen, stehend geschossen jetzt. Das war schon sehr schnell. Das ging vielleicht nach vorne. Sie sind jetzt zurück, 1,43. Ja, insgesamt ist der Rückstand natürlich noch nicht geschmolzen. Vorne wird auch gut geschossen. Eine große Aufgabe für die Norwegerinnen. Ja, wenn wir die Rückstände mal schauen, 1,51, 1,51, 1,43 nach den jeweiligen Schießeinheiten. Klar hat sie jetzt ein paar Sekunden aufgeholt, ist aber trotzdem immer noch quasi eine Welt zurück, wenn man überlegt, wie überlegen Norwegen ja normalerweise ist. Bitte, Sophia, komm! Reiße, komm! Ja, klare Ansage, beißen. Deckel drüber, Münchhalten und dann zurücklaufen. Komm, jetzt nochmal 2, 3, 4 Stübe. Das geht ab. 12,6 Sekunden Rückstand, Platz 5. Lena Hecki-Groß aber immer noch hinter ihr hier in der Reihenfolge. Also scheint sie in ähnlich guter Verfassung zu sein wie die Schweizerin. Sehr starkes Rennen. Und natürlich viele sind aus ihrem Heimatort, aus Teisendorf, SV Oberteisendorf ist ihr Heimatverein ganz in der Nähe. Ein sehr bemerkenswerter Verein übrigens, der klasse Nachwuchsarbeit im nordischen Bereich macht. Da feuern die Sophia Schneider alle an, das ist logisch. Und sie haben die Führende im Blick, die Italienerin, mit dem Blick auf die italienische Flagge. Lisa Vitozzi. Bronze bei der WM im Einzel vor einem Jahr. Bei den Weltmeisterschaften in Oberhof. Und hier kommen die Jägerinnen. Und sie beißen alle an diesem Anstieg. Hecki Groß vorne. Und da warten die Nächsten. Und diese Gruppe macht ein bisschen Zeit gut auf Lisa Vitozzi. Nochmal dieses Schlagen auf die Brust hier. Das soll Adrenalin freisetzen bei Franziska Preuß. Nochmal wach machen, nochmal ein bisschen Luft durchpusten und dann geht es gleich rein ins Rennen. Also sie hat jetzt schon ihre Position eingenommen zum Wechsel. Guter Besuch hier rund um die Strecke. Stehen sie aufgereiht. Jetzt darf natürlich kein Verhaken passieren. Reingläht ins Fischer-S hinter der Führenden mit dieser Gruppe. Ja, schön, dass das da noch so spannend ist und dieser Vorsprung im Augenblick von 10, 12 Sekunden, den Italien hat. Der ist gleich aufzuholen. Italien wird hinten raus nicht mehr ganz so stark, denn es fehlt natürlich ihre Starläuferin Dorothea Viera. Und Sophia Schneider kämpft hier. Und Lena Hecki-Groß. Sie gibt richtig Gas hier nochmal. Die will hier als Nächste wechseln, als Zweite die Schweiz auf diese Position bringen. Damit dann eben ihre Nachfolgerin an dieser Position, das ist dann Aita Gasparin, die jüngere Schwester von Elisa, die als Startläuferin gelaufen ist. Dann eben übergeben, Italien jetzt vorne, Rebecca Passler übernimmt die Verantwortung. Und Position 4, 9,5 Sekunden, ist aber ordentlich rangelaufen hier die Gruppe. Jetzt eben Franziska Preuß als dritte Läuferin und hier diese immer wieder schauen nach links und rechts, behindere ich hier niemanden nach dem Wechsel, um dann irgendwie die Position zu finden, wo man sich da mal ausruhen kann. Ja,
Erste Gratulation gleich von Sverre Olsby-Reuseland an eine großartige Leistung. Ja, letzte Runde. Natürlich da alle drei Damen Hecke groß, die schnellste. Jetzt warten wir noch, was Knotten gemacht hat, dann Richard und Schneider. Also ganz hervorragende letzte Runde von Sophia Schneider, aber auch Anna Gandler aus Österreich. Nicht schlecht, vierte, 8,6 Sekunden knapp zurück. Ja, tolle Schießleistung. Italien führt mit 4 Nachladern. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was Franziska Preuß macht, wie sie die erste Runde angeht, ob sie schon versucht, ranzulaufen mit den Konkurrentinnen in Richtung Führung, in Richtung Rebecca Passler. Da kommt die Norwegerin, das ist Knotten. Allein auf weiter Flur. Und sicherlich reiben sich jetzt viele die Augen. Was ist mit Norwegen los? Ja, es lag an Marit Gisol Skogan, der Startläuferin, und ihren 2 Strafrunden im Stehenschießen. Und jetzt der Rückstand auf Juni Arne Kleif. 1,46,9, also Knotten konnten auf dieser letzten Runde nichts gut machen. Er hat nochmal 3 Sekunden verloren, glaube ich. Ja, das ist schade, aber es gibt so Tage und kein Biathlet ist davor gefeit, mal eine Staffel eben, ich will nicht zu versauen, eben nicht gut zu absolvieren. Und das war für Knotten heute leider der Fall. Sie wird selbst sich die meisten Vorwürfe machen, definitiv. Und ein toller Wechsel. Eine wunderbare Sophia Studie, wie Schneider, sie da das die, hat die, wirklich sehr die Hände gemacht. Hochnimmt, um sich ganz schmal zu machen, dass sie bloß niemandem im Weg steht. Und da wird natürlich auch demonstriert, hey, ich bin fertig, ihr könnt an mir vorbeilaufen. Und dann will man sich eigentlich in den Schnee schmeißen und erstmal durchschnaufen. Sie ist Zweite jetzt schon, Franziska Preuß. Und sie sind alle dran an Sophie Chauveau, die jetzt vorne die Führung übernommen hat. Also Italien eben nicht mehr in Führung. Und jetzt eine große Führungsgruppe vorne mit Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden und auch der Ukraine. Also das wird jetzt hoffentlich auch ein weiterer Erfolgslauf. Und jetzt schauen wir mal auf die Ski. Die gehen richtig gut. Sie ist immer noch in der Abfahrtshocke. Ja, also da haben die deutschen Wachstechniker wieder ein richtig gutes Brett den Athletinnen unter die Füße gezaubert. Wenn man mit der Weltspitze mithalten will, dann brauchst du gutes Material. Und es ist schon stark und der Glückwunsch zu Recht vom Dr. Jan Wüstenfeld an Sophie Schneider für ein glänzendes Rennen. Ja, so wollen wir das sehen in den Staffeln. Viele Nationen hier gleich auf ein Herzschlagrennen. Bei jedem Schießen kann was passieren. Dann fügt sich das wieder zusammen, so wie es hier passiert ist. Einzig und allein Norwegen ist nicht dabei. Haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Und dennoch ist natürlich hier die Crème de la Crème, die Top-Nationen bis auf Norwegen. Hier beäugen sie sich, tasten sich ab. Ja, die Position 3 in der Staffel ist jetzt in diesem Moment die wichtigste. Jetzt gilt es tatsächlich, Lücken zu reißen und Vorsprünge zu übergeben. Wenn man bedenkt, eine Hanna Kehringer jetzt im Anschluss gegen Julien Simon, das ist ja fast wie David gegen Goliath. Das ist sehr schwierig. Simon, vor allen Dingen, weil Simon im direkten Duell quasi unschlagbar ist. Ist läuferisch stärker und im stehenden Anschlag zum Schluss. Also da bräuchte Kehringer etwas Vorsprung. Das wäre jetzt die Aufgabe von Franziska Preuß, tatsächlich eine Lücke zu reißen, um Druck aufzubauen auf das Team aus Frankreich. Und deswegen haben sie ihre Beste im Moment an diese Position gesetzt. Und das ist ein schönes Bild, was wir hier sehen. Franziska Preuß in Führung vor der Schwedin Mona Brorsson. Und dahinter Sophie Chauveau. Sigi Masé, Patrick Oberegger sahen wir da gerade hinten. Wolfgang Pichler, der einst die Schwedinnen trainiert hat. Trainer auch von Magdalena Forsberg. Jetzt kommen die ersten drei hier zum Schießstand. Ihr Stadion, ihr Schießstand, ihre Zuschauer.
Franziska Preuß ist zu Hause. Brillante Leistung von Franziska Preuß, aber auch von Mona Bronson, von Sophie Chauveau. Diese drei sind hier die Ersten, die sich absetzen und dieses kleine Zweiergrüppchen. Jetzt bin ich mal gespannt, Franziska Preuß gegen Mona Bronson, ob die anderen da gleich wieder die Lücke schließen. Es sind nur wenige Sekunden, aber es ist jetzt auch die Chance für Franziska Preuß, eine schnelle zweite Runde auf den Schnee zu zaubern, um damit sich ein bisschen abzusetzen. Genau das, was du gerade gesagt hast, das ist ihre Aufgabe. Ja, und Passler, die Italienerin Rebecca Passler, hat hier in einer 21,9 geschossen liegend. Das ist schon extrem schnell. Franziska immer noch mit einer guten 25. Also das ist schon großartiger Biathlonsport, den wir heute aufgrund eben dieser tollen Bedingungen auch erleben dürfen. Es ist schnell und es ist schön Wetter und es ist kein Wind. Also es ist perfekt. Ich fand aber besonders den Rhythmus von Franziska Preuß besonders beeindruckend. Ja, glänzende Vorstellung bis hierhin. Weitere Nationen bewerben sich um die Plätze jenseits der 8. Davidova, die so eine furchtbare Saison bisher, vor allem was ihre Schießleistung angeht. Die Tschechin hat sich auf Position 8 wieder gefunden. 0 plus 0, die Tschechin 42,9 Sekunden zurück. Und hier kommt die Norwegerin. Juni Arne Kleif, kann sie jetzt hier ein bisschen was von diesem immensen Rückstand abknabbern? Läuferisch verliert sie. Ein Nachlader. Sauber rein gefummelt. Und er sitzt. Dennoch hat sie wieder auch einen Tick Zeit verloren gegenüber der Spitze, die fehlerfrei geblieben ist. Und hier schauen wir es nochmal. Ja, was willst du sagen? Perfekt, einfach perfekt. Andi Stitzel hier, früherer Co-Trainer der Herrenmannschaft, betreut natürlich hier auch im Stützpunkt zusammen mit Andi Birnbacher und Florian Graf und noch einigen ehemaligen Aktiven, die Athletinnen und Athleten hier. Aber ich weiß nicht, wie laut sie eben ihren Fernseher anhatten zu Hause. Da kommt man mal so ungefähr ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, wie laut das hier ist und wie laut die Athletinnen und Athleten das hier empfinden. Die Weltmeisterschaft mit Kontiolahti hat unsere Franzi dominiert mit der deutschen Staffel. Da freut sich natürlich der geneigte Fan. Und sie sind zusammen, zumindest die ersten drei. Sophie Chauveau allerdings sieht nicht so kraftvoll aus, was ihre Arbeit auf der Strecke gerade angeht. Von der einen Sophie zur anderen und zu Nils. Ja, und Sophia Schneider ist natürlich glücklich und zufrieden, vor allen Dingen auch erleichtert. Ja, auf jeden Fall. Am Sonntag habe ich in Oberhof bei der Staffel nicht so eine Glanzleistung gezeigt. Vor allem am Laufen habe ich sehr, sehr viel Zeit verloren und da habe ich echt gar nicht genau gewusst, an was es gelegen hat. Und ja, dann jetzt, heute ist Mittwoch, dann schon wieder ein neues Rennen, dann muss man das erstmal abstellen im Kopf. Vor allem dann nur vor heimischer Kulisse zu laufen, aber es ist mir jetzt heute echt gut gelungen und war jetzt auch wichtig fürs Selbstvertrauen. Man sagt das immer so, man muss das abhaken, man muss sich auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Das klingt so leicht. Wie haben Sie das hingekriegt? Ja, ich habe einfach versucht, Spaß zu haben bei dem, was ich mache, einfach wieder Biathlon zu machen, das ist Laufen und Schießen und sich da von nichts beeinflussen zu lassen und einfach in Ruhe mein Zeug abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist mir heute ganz gut gelungen und war auch top, dass ich gleich nicht zum Mitlaufen hatte. Ja, das ist ja auch Ihr Heimstadion. Gibt es sowas wie einen Heimvorteil für Sie? Ja, schon ein bisschen. Also die Zuschauer waren Wahnsinn, die haben mich extrem angefeuert und man kennt natürlich auch jeden Meter auf der Strecke und jeden Buckel und da weiß man natürlich auch, wie man gewisse Abschnitte nehmen muss technisch. Ich bin mal gespannt, was am Ende rauskommt. Herzlichen Dank. Danke. Glanz in den Augen bei Sophia Schneider und glänzende Vorstellung auch auf der Strecke von Franziska Preuß, die eben nicht
die Spur runter geht und tatsächlich auch genauso schnell ist wie die anderen beiden, die eben in der Spur geblieben sind. Allerdings jetzt sind sie wieder dran. Die Schwedin und die Französin gleich auf mit der Deutschen. Und es geht natürlich auch um die Positionierung gleich zum Stehenschießen. Ja, an der Bahn 1 sollte man sich schon hinstellen wollen und sollte man sich auch hinstellen müssen. Diesen Ehrgeiz will man haben, um zu zeigen, wir sind in Führung, wir sind die Besten, während wir Hanna Kiebinger hier in der Vorbereitung sehen. Und das ist sicherlich auch nicht gerade wenig Druck jetzt für Hanna Kiebinger, wenn sie sieht, die deutsche Staffel ist in Führung. Und das als Schlussläuferin, die Aufgabe hat sie, glaube ich, auch noch nicht so oft erfüllt. Glaube ich nicht, aber ich traue sie zu, dass sie es wirklich kann. Sie ist eine exzellente Stehenschützin und sie ist ehrgeizig und sie hat die Coolness. Und jetzt schauen wir aber mal, wie cool denn Franziska Preuß bei ihrem letzten Schießen, bei ihrem Stehenschießen ist. Mit den Skiern hinterher, die Matten könnten glatt werden mit der Zeit. 94% Trefferquote im Stehen. Bisher in dieser Saison für die Deutsche. Und ebenso brillant wie das Liegenschießen, das Stehenschießen. Mann, hat die Nerven hier vor heimischem Publikum bei diesem hohen Druck. Ruft sie absolute Bestleistung ab. Ja, das ist ganz, ganz stark. Franziska Preuß at its best. Brosson kann folgen. 1,2 Sekunden. Sophie Chauveau dahinter. 4,5 Sekunden. Und die Konkurrenz reibt sich vielleicht jetzt doch ein bisschen verwundert die Augen. Die deutschen Staffeln bisher in Östersund war es ein dritter Platz. In Hochfilzen ein fünfter und ebenfalls ein fünfter. In Oberhof wird es heute das nächste Podest und vielleicht der erste Sieg, Herbert. Man weiß es nie, bis die letzte geschossen hat. Julia Simon und Elvira Öberg als Gegnerinnen. Da würde ich jetzt mal im Wettbüro nicht unbedingt auf Hanna Kiebinger setzen. Aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist der Druck, den ich eben angesprochen habe, auch Beflügelung. Vielleicht kann sie diesen Druck eben standhalten, den sie ganz sicher gleich spüren wird. Wir werden es aber erstmal sehen, wie Franziska Preuß erstmal die nächste Runde zu Ende bringen wird. Wow, und Marketa Davidova kämpft ganz untypisch, wie sie zurzeit, wir sagen in Bayern, performt. Und da ist es schon schwierig für die Tschechinnen da. In der WM in Novi Mesto in wenigen Wochen da die beste Leistung abzurufen. Das Schießen von Franziska Preuß, ja, was willst du sagen, was soll man sagen? Es war einfach sehr gut, 25,6 Sekunden, nicht übertrieben schnell, aber genau das ist das, was sie kann. Trägt zu ihrer positiven Statistik bei im Stehendanschlag. Respekt, Franziska. Und Ekstase auf den Rängen und eben hatten wir noch ein Bild gesehen. Im Hintergrund konnte man da Hanna Kiebinger ja, entlang Tigern sehen, rauf und runter laufen. Klar, die Anspannung, die Nervosität, die ist jetzt noch deutlich höher als sonst. In so einer Position, ich meine, wenn du als Fünfte den Staffelstab in Anführungszeichen übergeben bekommst und weißt, naja gut, nach vorne ist nicht mehr viel drin, dann läufst du dein Rennen, aber jetzt hast du möglicherweise die Verantwortung, hier einen Podestplatz mit nach Hause nehmen zu müssen. Ah, sie muss, so hart sich jetzt anhört, auch den Sieg wollen. Egal wie die Gegnerinnen jetzt heißen, sie ist in der Lage und muss sich jetzt beweisen. Sehr gut. Jawohl. Tempo erhöhen, gut so. Franka ist noch gar nicht dran, alles gut. Jede Sekunde nach hinten wichtig. Gas geben. Ja, die Situation kurz beschrieben. Frankreich, sieht er, ist schon ein bisschen weg. Stimmt auch. Frage ist aber, ob das so bleibt. Und jede Sekunde nach vorne, das ist natürlich wichtig. Das ist das, was Christian Mehringer ihr mitgegeben hat, der Frauenbundestrainer. Und jetzt holt sie sich ihre Ski, die natürlich auch beim Tourtest waren. Und wenn die nicht in Ordnung gewesen wären, dann stünden sie jetzt nicht mehr. Jetzt also Ski schnappen und sich dieser wundervollen Aufgabe widmen. Jetzt gleich hier ein Top-Ergebnis nach Hause bringen zu können, zu wollen. Und du hast sie angesprochen, die Schwedin, die jetzt als Nächste kommen wird. Elvira Öberg, ihre Schwester Hanna, nicht in der Staffel dabei, wie sonst.
Aber sie hat eben jetzt die Ehre der Schlussläuferin. Und jetzt greift Mona Brorson Franziska Preuß nochmal an. Ganz starke Vorstellung jetzt hier. Der Schwedin, top. Und bleib dran, ja! So geht's ja, komm. Es ist die Lücke nur. Die fährst locker zu und mit den Gurten zieh. Hey, für die Hanna, die brauchen wir, rauf geht's! Aber die gibt richtig Gas hier und das locker Zufahren, das scheint eher etwas schwieriger zu sein. Ja, Mona Brorson hat unzählige Male hier in Ruppolding trainiert mit der schwedischen Mannschaft, kennt natürlich auch diese Strecken und weiß ganz genau, wann man angreifen muss. Das weiß Franziska Preuß natürlich auch. Du musst natürlich gegenhalten können. Jetzt rein ins Fischer S. Und dann bin ich gespannt, was Franziska Preuß da noch zuzusetzen hat auf den letzten Metern. Dann diese lange Zielgerade runter bis zum Wechsel. Vorsprung auf Frankreich, ja. Ein paar Meter sind es, aber Julia Simon ist die beste Verfolgerin der Welt so zur Zeit auf alle Fälle. Da wird es schwierig für Hanna Kevinger. Wir schauen mal. Dennoch. Ich wünsche mir, dass die drei bis zum letzten Schießen zusammenbleiben. Ja. Und dass wir dann ein Herzschlagfinale hier erleben beim zweiten Heimweltcup der Saison für die Deutschen. Jetzt ist sie wieder dran. Ja, und will natürlich jetzt doch noch die Führung Hanna Kevinger übergeben. Sieht immer besser aus, die 1 auf dem Tableau, als die 2. Und sie macht's. Führung für die deutsche Mannschaft. Vor Schweden, hauchdünn und dann ein paar Sekündchen dahinter. Julia Simon jetzt auf der Strecke, die hast du gerade schon angesprochen. Die wird jetzt nicht lange fackeln und versuchen, da ranzulaufen. Sie wird versuchen, ranzulaufen und gut war das schon taktisch von Franziska Preuß. Wenn sie Hanna Kevinger jetzt als Erste rausschickt, dann könnte sich Hanna Kevinger mal zunächst so breit machen, dass sie ihren Stiefel laufen kann, ihr Tempo laufen kann. Das wäre ganz hilfreich, denn wenn die Schwedin, wenn Öberg hier gleich Vollgas wegläuft und Hanna Kevinger hängt da hinterher wie ein Fähnchen im Wind, dann ist es schwierig. Also das ist alles jetzt noch von Taktik geprägt. Mal schauen, was Elvira Öberg uns jetzt zeigt. Abstand zu Platz 4, 46,8 Sekunden. Das ist ein beruhigender Vorsprung zunächst einmal und von dem, was passieren könnte, wollen wir jetzt erstmal gar nicht mehr. Die Schweiz auf Rang 5. Jetzt im Rennen Amy Baserga. Dann die Ukraine, auch schon 56 Sekunden zurück. Ja, sie konnten ihren Top-Platz da vorne dann doch nicht behaupten. Und hier sehen wir nochmal den Wechsel der Deutschen und der Schwedinnen. Wir bleiben im Bild dabei, sind aber mal ein paar Sekunden ruhig und sind gleich wieder da. Sie hat sich so gefreut auf ihr Wohnzimmer. Sie ist Zweite hinter Elvira Öberg. Und das ist vielleicht auch gar nicht so unklug, das jetzt zu machen, hinter dieser erfahrenen, starken Schwedin sich da mal einzusortieren, ein bisschen hinten dran zu laufen. Überrundung jetzt hier, jetzt aus dem Rennen genommen. Und dahinter Julia Simon, die aber nicht auf Biegen und Brechen und mit der Brechstange versucht jetzt ranzugehen. Und sie geht raus aus diesem Windschatten, Hanna Kevinger, und versucht gleich zu ziehen. 5,9 Sekunden ist die Französin hinter der Deutschen. Da bleibst du dran. Jawohl, groß machen. Hier Norwegen mit der Startnummer 1. Der letzte Wechsel Juni Arne Kleif auf Ingrid Landmark Tandrevold. Und der Rückstand praktisch uneinholbar. Da geht überhaupt nichts mehr. Es ist jetzt ein Rennen, das man für sich macht, um Wettkampfluft hier in Ruppolding in der Arena zu schnuppern und ein gutes Rennen für sich selbst zu machen. Aber Elvira Öberg gibt richtig Gas und Kevinger hat Mühe, da zu folgen. Sie darf sich jetzt da nicht übernehmen. Das ist schon eine Klasse Unterschied im Laufen. Das ist so. Und sie versucht zwar, ist eine Kämpferin, aber es ist nicht schlimm, wenn sie da ein paar Sekunden Luft dran lässt, um am Schießstand noch gut arbeiten zu können. Um mal ein paar Zahlen zu bemühen, wenn wir mal die Laufleistung in dieser Saison bisher betrachten. Elvira Öberg 6,6% mit ihrer Laufleistung über dem Durchschnitt
Bei Hanna Kebinger sind es 2,3%, sind also 4% dazwischen. Und jetzt Julia Simon, ja. Auch die hat jetzt gemerkt, das geht mir hier ein bisschen zu langsam. Windschatten fast locker zu wieder, gell? Gar kein Stress. Da war Atmen, Atemstopp, oder? Es macht keinen Sinn, mit einer Klasse besser mitlaufen zu wollen. Das ist jetzt für Hanna Kebinger so, dass sie auf ihre Stärke am Stichstand vertrauen muss. Hier die Gratulationen für Franziska Preuß durch das Team. Und Hanna Kebinger soll ihr Zeug machen, um auf Fehler gegebenenfalls der anderen zu warten. Sie selbst ist nicht in der Lage, läuferische Akzente zu setzen gegen diese beiden. Wohlgemerkt. Ja, also gehen sie jetzt hier durchs Fischer S mit Respektsabstand zueinander. Aber Julia Simon, die wird da versuchen, auch Elvira Öberg jetzt ganz schnell anzugreifen und vielleicht ihrerseits dann endlich die Französinnen wieder in Führung zu bringen. Und für Hanna Kebinger wird es jetzt erstmal darauf ankommen, so gut wie es geht, ihr Schießen zu absolvieren. 73% Trefferquote nur im Liegendanschlag. Im Stehen ist sie viel besser. Wenn sie jetzt hier ohne Fehler durchkommt, dann, und so hoffen wir, kann sie da bei den Besten noch dranbleiben. Nehmen wir immer gerne mit, diese Stimmung hier bei der Einfahrt ins Stadion, begleitet von der Musik, die vielen tausend Zuschauer, die hier die Athletinnen noch mal richtig einstimmen auf die Aufgabe, die jetzt vor ihnen liegt. Simon setzt die Gegnerinnen unter Druck, leistet sich da aber dann auch einen Fehler. Öberg mit zwei und Hanna Kebinger, super! Das wird mal die Percentage, wie das so schön heißt, die prozentuelle Quote deutlich anheben. Also ohne Fehl und Tadel hier. Und die favorisierte Elvira Öberg liegt immer noch und ist jetzt erst fertig und die Uhr läuft. Kebinger nur 3,8 Sekunden hinter Simon und jetzt erst geht die Schwedin raus. Elvira muss jetzt richtig Gas geben, um noch aufschließen zu können, um Druck ausüben zu können. Sie ist jetzt jene, die unter Zugzwang ist. Und Hanna Kebinger hat genau das gemacht, was sie kann. Perfekt hat sie das gelöst. Super bis hierhin. Und Julia Simon, genau das, was du gesagt hast. Im direkten Duell ist sie quasi unschlagbar, auch wenn sie sich diesen Fehler geleistet hat. Aber sie ist ja dann doch vorne als Erste und raus mit 3,8 Sekunden vor Kebinger und wird das jetzt versuchen auszubauen. Italien jetzt auch fertig. Tolle Serie von Michaela Carrara. Auch sie bleibt null. Die Schweizerin Amy Baserga. Und dennoch der Vorsprung von Hanna Kebinger auf einen vierten Platz ist noch so gut, dass wir weiter hoffen können. Ja, ich konzentriere mich jetzt auf den Kampf um Platz 1 und 2. Ja, Andi Stitzel sagt es auch, hervorragend, das hat sie sehr gut gemacht. Sie war mit 27,7 Sekunden nicht extrem schnell, aber eben fehlerfrei. Und Julia Simon hat mit einem Nachlader 28,5 Sekunden vom Betreten der Matte bis zum Verlassen der Matte benötigt. Das Nachladen hier bei Elvira Öberg. Geht der Schuss ins Patronenlager schön rein. Und ja, zwei Fehler sind natürlich jetzt viel. Und du musst hier 0,5 schießen, das ist so. Ansonsten kommst du in Bedrängnis, in Zugzwang. Tja. Und mit dieser wunderbaren Zeitlupe von Julia Simon schauen wir auch mal auf die Nachlader. Denn Deutschland hat bisher nur zwei Nachlader gebraucht. Und was haben wir an Fehlschüssen schon in der Vergangenheit gesehen? Auch in Oberhof gab es einige, auch gerade bei den deutschen Biathletinnen. Und jetzt hier so eine tolle Leistung am Schießstand. Ja, und schau, Elvira Öberg, 17,9 Sekunden auf die Spitze war sie zurück. 14 auf Hanna Kebinger und die ist schon wieder dran. Ja, läuft sich hier, will nicht sagen, die Lunge aus dem Leib, aber das muss natürlich auch erstmal dann bewältigt werden. Und diesen Pulsschlag, den sie dann gleich beim zweiten Schießen da haben wird, den muss sie natürlich auch erstmal verdauen. Diese Aufholjagd kostet viel Kraft und viel Atem. Ah, sie ist fit. Elvira Öberg ist mit
nehmen wir mal die Slowenin außen vor, die die schnellste ist. Lampic. Die Lampic. Danke. Und sie ist hier die schnellste im Feld ansonsten. Und sie ist fit. Elvira Ebeck ist fit. Und sie wird jetzt dies nutzen, um ein bisschen zu regenerieren, vorbeizufahren aus dem Windschatten, dass es keine Aussagekraft, wie schnell die Ski von Kebinger sind, denn aus dem Windschatten kommst du da einfach leicht vorbei. Und da vorne ist jetzt die Führende. Das ist ja ein schönes Überholmanöver. Klassisch gemacht, sehr gut von Elvira Ebeck. Aber so richtig vorbeigeflogen ist sie auch nicht. Nee, nee. Das scheint also auch für Hanna Kebinger ein Top-Brett unter ihren Füßen zu sein. Und Julia Simon, die kämpft hier, um die Führung zu behalten. Ja, jetzt ist die Frage, wie soll sich Hanna Kebinger verhalten in dieser Situation? Du hast eben gesagt, nicht überziehen, bloß nicht zu sehr versuchen, da dran zu bleiben. Sie läuft aber einen ganz guten Rhythmus und es sieht auch nicht so aus, als würde sie sich komplett überpacen. Ja, genau. Sie lässt sich jetzt ihre Zeit. Sie muss jetzt da nicht mit Ebeck mitlaufen. Sie darf 2-3 Sekunden Luft dran lassen, damit sie eben nicht übersäuert, damit sie gut in den Skistand fährt. Simon geht in die Spur. Du hast es ja eben erklärt, da können sich dann im Prinzip die Sprunggelenke ein bisschen ausruhen, die Bänder, und haben nicht so viel zu halten. Auch das ist ja nicht unwichtig. Vielleicht ist es ein bisschen schneller nebendran, außerhalb der Spur, aber da ist es dann eben vielleicht auch wichtig, ein bisschen an der Stelle Kräfte zu sparen. Das letzte Schießen naht. Jens Filbrich hier rechts unten. Ganz rechts, richtig. Hat auch noch ein bisschen Schliff mit reingebracht in die Laufleistung der Deutschen. Nochmal diese wunderbare Einstellung mit der Hörndlwand im Hintergrund. Dafür wird sie jetzt keinen Blick haben. Sie will diese Staffel für Frankreich gewinnen. Julia Simon, dann Elvira Ebeck und ein bisschen zurückgefallen Hanna Kebinger, aber immer noch nah genug dran, um gleich vielleicht mit einer tollen Schießanlage, ihrem letzten Stehenschießen, ebenso zu brillieren, wie es eben im Liegendanschlag gelungen ist. Wie gesagt, 91%, der Stehenanschlag ist der bessere bei Hanna Kebinger. Julia Simon. Ja, keine Frage. Die beste Verfolgerin der Welt im Augenblick, Weltmeisterin in der Disziplin. Das kann sie wie keine. Diese mentale Stärke ist wirklich herausragend, sich dahinzustellen vor diesem Publikum, wo sie ganz genau weiß, das sind alles Deutsche. Ach, schade. Ein Fehler bei Hanna Kebinger. Schnell nachladen, rein die Patrone. Bisschen hakelig. Jetzt umschalten, absichern. Jetzt gilt es nur noch abzusichern. Ja, bravo. Passt. Und das wird ein weiteres Podest für die deutsche Mannschaft. Ich glaube nicht, dass sie nochmal an Elvira Ebeck heranlaufen kann. Ich glaube, das wäre völlig illusorisch, genauso darüber nachzudenken, Julia Simon noch einzuholen. 30 Sekunden sind völlig, wie habe ich gerade gesagt, illusorisch. Nein, das ist, funktioniert einfach nicht. Aber ein dritter Platz ist absolut toll. Der zweite Podestplatz für die deutsche Staffel ist quasi in Sack und Tüten. Ja, vorausgesetzt, es passiert nichts, aber um das noch mal aufzunehmen, absichern in dem Moment muss man, so oft hat man schon viermal getroffen und mit den Nachladern geht dann dieser fünfte Schuss oder diese fünfte Scheibe nicht mehr raus und das war da ganz wichtig, dass sie mit dem sechsten Schuss das trifft. Insgesamt 3 Nachlader, die ganze Staffel, es ist hervorragend, es ist ein hervorragendes Rennen von der deutschen Mannschaft, das kann man so attestieren. Italien und Michaela Carrara verliert Platz 4 an die Schweiz. Amy Baserga deutlich besser geschossen als Michaela Carrara. Und hier Julia Simon. Das ist jetzt quasi fast nur noch Schaulaufen, wenn sie denn die letzte Runde so gut läuft wie die beiden davor.
Und dennoch, wir haben eben gesehen, wie Elvira Öberg rangelaufen ist nach dem ersten Schießen und enorm viele Sekunden gut gemacht hat. Meine Güte, war das eine Dominanz. Alles ins Liegendzentrum. Fast. Fast. Sind wir großzügig. Der letzte war ganz knapp randig zum Liegendzentrum. Cool. Aber nur ganz knapp. Richtig cool hat sie das gemacht in 17,9 Sekunden. Irre. Aimi Baserga übrigens 21,6 Sekunden. Das war schon auch eine schnelle Zeit. Also da hinten, Elvira Öberg gibt nicht auf. Aber ich glaube, Julia Simon hat das im Griff. Ohne Justine Bresser-Boucher, die Weltcup-Führende, ist Frankreich, zumindest bei den Frauen, dennoch in der Lage, hier zu dominieren. Vor allen Dingen aufgrund dieser Wahnsinnsleistung jetzt hier von Julia Simon. Zweimal am Schießstand so brillant geschossen. Nicht ganz. Einen kleinen Nachlader hat sie sich erlaubt, aber auch das ging irre schnell. Und sie gibt alles hier. Sie lässt jetzt hier nicht die Flügel hängen und sagt, oh gut, Rang 3 ist ja abgesichert, von hinten kommt nichts. Zieht hier sauber durch. Sie kann jetzt mit 99% oder 98% laufen, Hanna Kebinger. Die letzte Runde ist jetzt kein Maßstab mehr für sie. Vorne müssen sie schon noch Gas geben. Also sowohl Julia Simon als auch Elvira Öberg, die nicht aufgibt, konnte aber bisher nicht so viel gut machen. Wenn Simon oben am Berg jetzt bei der nächsten Trainerposition vorne ist, dann bleibt sie da. Aber sie keult richtig. Ja. Sie hat versucht, diesen 1-1er-Rhythmus durchzuziehen, solange es ging. Aber jetzt muss sie dann doch in den 2-1er gehen. Beißt jetzt schon Elvira Öberg. Aber sie gibt nicht auf. Sie weiß, da gibt es immer noch eine minimale Chance. Was haben wir nicht schon alles erlebt? Im Langlaufsport, in der nordischen Kombination, im Biathlon. Stürze kurz vor dem Ziel, Stockbrüche. Du darfst nie aufgeben. Nie aufgeben, das ist richtig. Und es kommt noch diese Abfahrt jetzt, die am Fischer-S mit einer scharfen Linkskurve endet. Dann ist aber alle und jede Gefahr vorüber. Wenn sie das gemeistert hat, dann soll sie es auch schaffen. Öberg holt auf, aber wie gesagt, nur 2 Sekunden, das reicht nicht. Und der Rückstand von Hanna Kebinger. Da bleibt die Uhr stehen bei 46,1 Sekunden. Das Gute an der ganzen Sache ist der Blick zurück. Da kommt keine. Und so passiert genau das, was wir eben schon vorausgesagt haben. Sie wird eben diesen dritten Rang mit nach Hause bringen. Julia Simon scheint auch nicht mehr einzuholen zu sein. Nein, sie bringt diesen Sieg sicher nach Hause. Genießt jetzt hier die Ovationen der vielen tausend Fans und die Kolleginnen. Die warten auf sie, Lou Jean Monod, Jeanne Richard und Sophie Chauveau. Die letzten Meter, auch wenn Elvira Öberg noch versucht, da ein paar Sekunden gut zu machen. Jetzt hat sie es auch aufgegeben, weiß, das schaffe ich nicht mehr. Also, das erste Ergebnis der Woche in Ruhpolding steht fest. Sieg für Frankreich in der 4x6 Kilometer Staffel der Frauen. Ein Favoritensieg. Schweden auf Platz 2 mit Anna Magnusson, Lynn Persson, Mona Brosson und Elvira Öberg als Schlussläuferin. Und die deutsche Mannschaft hat ein wirklich überzeugendes, fantastisches Rennen gezeigt. Da war keine wirkliche Schwäche dabei. Keine hat irgendwie gepatzt. Und jetzt lassen wir sie mal ein paar Sekunden mit diesem Jubel für Hanna Kebinger allein. Purer Genuss für Hanna Kebinger. Großer Jubel hier auf den Rängen für den zweiten Podestplatz in der Saison. Großartige Leistung des gesamten Teams. Alle Achtung. Die drei Mannschaften mit den wenigsten Nachladern haben auch die ersten drei Plätze belegt. Und die 13.000 Zuschauer, die heute hier im gesamten Areal verstreut sind, die haben hier einen tollen Wettkampf natürlich erleben dürfen. Und für die Schweiz natürlich ein super Ergebnis. Und auch die werden natürlich gefeiert, wie alle anderen auch, dieses Publikum hier in Ruhpolding, genauso wie auch in Oberhof, Biathlon-fachkundig.
Und klar, aufgrund der Grenzlage sicherlich auch viele Schweizer Zuschauerinnen und Zuschauer da, Österreicher, Franzosen. Italien auf Rang 6. Michela Carrara mit ihren Fehlern zum Schluss. Einen vierten Platz dann noch aus der Hand gegeben. Und Julia Simon. Ja. Auch der Dank an dieses fantastische Publikum hier in Ruhpolding. Sie so unterstützt zu haben, sportlich fair, das zeichnet dann eben immer wieder diese Biathlon-Familie auf den Rängen auch aus. Völlige Begeisterung, auch für die anderen Mannschaften. Die Schweiz auf 4, die Ukraine auf 5, zwischenzeitlich mal zu Beginn lange mit in Führung gelegen. Italien auf 6, wie gesagt. Dann wir warten auf jeden Fall mal noch auf Norwegen, auf Ingrid Landmark Tandrevold. Die Norwegerin, erstmal noch Tschechien auf 7 und Österreich auf 8. Das sind die 4 deutschen Frauen, die heute diese tolle Leistung vollbracht haben. Insgesamt nur 3 Nachlader benötigt, Franzosen 4, die Schweden 3, die Deutschen 3 und dann schon die Schweizerinnen mit 7 Nachladern insgesamt. Also das Schießen war auch heute wieder enorm wichtig. Slowenien auf 9 und Norwegen mit 3 Minuten 16 Rückstand. Puh,